Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Aniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Crash Bandicoot 2. Kartik schlägt zurück. Wir haben die letzten Level abgeschlossen und stehen jetzt kurz vor dem letzten Kampf gegen Cortex. Und ja, ich würde sagen, wir fangen dann auch direkt an. Beam mich rauf. Wird zwar nicht so lange dauern, habe ich so das Gefühl, aber naja. Wieder ein kurzer Part mit Ending und all sowas. Oh ja. Dann komm mal her. Natürlich ist das so ein Jetpack-Level, wusste ich aber. Oh Mann. Okay. Aua. Wahrscheinlich werde ich ja sowieso ein, zwei Mal frecken. Finde ich aber gut, dass der auf uns wartet. Gott, jetzt komm zurück, Mann! Bevor in die Mine reingefahren. Geflogen. Oh, er liegt, ne? Aua. Boah, ich kann nicht sterben, was? Zum Glück wartet der immer auf uns, ne? Aua. Ja. Oh, nee. Okay, es ging ganz in die Anlage. Verdammt. Der Verfolgungsjagd hat er eigentlich auch was, ne? Ich weiß nie, wann ich genug nah genug an ihm ran bin, ne? Boah, aua. Was? Okay. Aber eigentlich auch schon. Bah, was stylisches hier. Ey, kann ich jetzt mal aufhören, gegen jeder einzelne davon gegenzustoßen? Ich weiß nicht, wann ich nah genug dran bin, ganz ehrlich. Ich verliere noch alle meine Leben, wenn das so weitergeht. Ich weiß nicht, wann ich nah genug dran bin, ganz ehrlich. Boah. Ja, die habe ich aber noch eine reingehauen. Muss ich mir halt gelacht jetzt jedes Mal anhören. Ah, mit L1 kann ich zurück, okay. Boah. Ey, gibt's da nicht. Ey, was zum Teufel? Das gibt's doch nicht. Ich krieg den Kampf nicht hin. Denken sie alle, boah, das ist doch voll einfach. Was macht der denn da? Ja, wenn ich hier gegen alles Mögliche gegen crashe, ne? Boah, crashe. Oh, oh. Mann! Was ist das? Hör auf damit! Ich tue echt gegen alles gegenfahren, ne? Ich habe schon gesehen den Kampf im Internet oder so was. Vor was weiß ich, wie lange. Das sieht halt immer so einfach aus. Ich glaube. So, komm her. Fühlt doch schon ein bisschen. Boah. Fehlt doch schon, das füllt doch schon ein bisschen ja so an Partlänge, habe ich so das Gefühl. Das gibt's doch nicht, hör auf damit! Muss ich ihn auf Schritt und Tritt folgen oder was? Ja. Ich krieg ihn nicht. Vor allem, wenn ich hier überall gegenfahre, ne? Meine Güte! Ich verliere nur all meine Leben. Ich habe keine einzige Mal jetzt getroffen, ey. Macht er ja, wenn ich stehen bleibe.
sieht so komisch aus. Wie geht's da lang? Hallo? Kann ich nicht in den einen Dingen hier, in den Jetpack-Level hier, unbesiegbar sein? Jetzt habe ich nur 5 Leben, ey. Wir sind ja auf Standards reduziert worden. Nee, das gibt's nicht. Ich krieg ihn nicht. Ich krieg das nicht hin. Und ich weiß nie, wann ich nah genug an ihn ran bin. So. Konnte man doch jetzt ein bisschen gut erkennen. Ja, super. Nee, der gefällt mir nicht, der Kampf. Er ist gut inszeniert, aber ich... In der Umsetzung ist das kacke. Ja, geht da durch. Was bringt das überhaupt, wenn er da durchgeht? Ich habe gleich all meine Leben verloren, komm schon. Kannst du doch nicht machen, ey. Und dann Game Over. Boah. Da. Jo, immer die gleichen Steine knallen. Mann! Alter! Haben wir es jetzt mal bald? Ey, das gibt's doch einfach nicht. Ist halt scheiße. Langsam habe ich's. Ja, ist gut, Cortex, meine Güte. Warte nur im dritten Teil ab, ey. Da will ich den Boden mit dir auf. Immer, es ist immer an der Stelle, immer an der Stelle. Einmal. Ja. Ich werde mich noch nicht geschlagen geben und Game Over gehen, hallo? Ich schaffe immer nur 2, Mann. Ich krieg den nicht. Ich will nicht Game Over geben, das ist doch voll scheiße. Meine Güte, ne? Ja, das kann ich schon vergessen. Ich meine, wenn ich irgendwo schon mal gegenfahre, dann habe ich schon verloren. Ey, immer an der Stelle, immer an der Stelle. Ich gehe echt nur Game Over. Boah, warum ist denn der Kampf so schwer? Das sieht mal so einfach aus, wenn ich an dem Internet gesehen habe, ey. Oh, jetzt kommt schon. Komm schon, ich war noch nie so nah dran jetzt. Nein, Mann. Oh. Komm schon. Jawohl. Oh, so knapp. Schon noch zeigen, Crash Bandicoot. Hahaha, jawohl. Oh mein Gott, das war schwer. Crash, was ist wohl mit Cortex geschehen? Und was ist mit der Cortex Vortex? Die ist noch da oben.
Tja. Wie Naughty Dog. Crash Bandicoot 2 Cortex Strikes Back. Created and developed by Naughty Dog. Ja. Spiel ist aber noch nicht vorbei. Ich versuche 100% zu erreichen, das Ending zu bekommen. Ich nehme an, man bekommt ein anderes Ending. Das ist, glaube ich, am ersten Teil auch gewesen. Und hat da irgendwie keinen Sinn gemacht, glaube ich. Habe ich mal angeguckt. David Bowie. What? Okay. Ah, Chris Steering, Head of International Testing, Steve Archer, Lab Tester, Brad Davy und so weiter und so fort. Ah. Ja, also mehr kommt natürlich noch. Versuche so viel wie möglich. Ich will auf jeden Fall die ganzen Bonus-Level noch zeigen, selbst wenn ich 100% nicht schaffe. Einmal zeigen kann man ja. Aber ich werde mir Mühe geben, so viel wie möglich zu zeigen. Und ja, in dem Sinne lassen wir die Credits hier noch ein bisschen rollen. Und Uncle Dave Kinnell, okay. Ja. Liebes Kind, was? Howard Liebes Kind. Sony Computer Entertainment Inclusive. Zoomi 0600, okay. Ah. Ja, was soll ich dazu sagen? Das Spiel ist, hat mir auf jeden Fall besser gefallen als der erste Teil, weil es nicht so gottverdammt schwer war. Ein paar gute Neuerungen. Also Crash Bandicoot hat sich ja so in den ersten drei Teilen hat sich halt ja immer stetig verbessert und irgendwie Macken aus den vorherigen Teilen immer wieder aufgebessert. Fand ich gut, also. Und ja. Und der dritte Teil kommt natürlich auch noch danach, wenn ich hier komplett fertig bin. 100% oder versuchte 100%. Also, ja, kommt noch viel. In Sachen Crash Bandicoot. Und da kommt er wieder. Und kein Cutscene und was weiß ich. Okay. Dann speichere ich hier und guck mal, wie viel Prozent ich bis jetzt habe. Bestimmt so 70% oder irgendwie sowas, ne? 74, okay. Wir haben 25 Kristalle, 19 Edelsteine. Und es fehlen noch verdammt viel. Also nur noch die Edelsteine jetzt. Ich baller mich schon mal hier zum ersten Dingens. Ne, nicht nach oben, nach unten. Zum ersten Warp Room. Guck, was da noch alles fehlt. Noch weiter nach unten. Wie komme ich eigentlich in den Bonusraum? So. Hier fehlt uns zum Beispiel ein blauer Kristall. Edelstein meine ich. Und hier auch. Und hier fehlt uns noch alle Dinger. Edelsteine und so, ja. Gut, dann würde ich sagen, wir gehen ja jede einzelne Level mal durch. Und ich sehe euch dann in der nächsten Folge von Let's Play Crash Bandicoot 2. Cortex schickt zurück. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.